Ja, spannend ist, dass wir die Frage beantworten wollen, wie werden wir und wollen wir morgen leben? Wohnungsbau ist aus meiner Sicht eines der spannendsten Themen, weil Wohnen einfach ein Grundbedürfnis ist. Das heißt, jeder von uns muss wohnen, und zwar in jeder Lebensphase. Vom Kind über Student, über junge Familie, über Erwachsene bis hin zum Rentner, bis aber auch hin zum pflegebedürftigen Menschen, teilweise sogar bis zum sterbenden Menschen. Hier haben wir die Möglichkeit, sozusagen in einem Wohnlabor auch mal zu testen, wie wird das künftige Zusammenleben funktionieren? Was sind die wichtigsten Grundlagen? Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, ob man so etwas nicht mal in die Praxis umsetzen sollte, also einfach mal Geld in die Hand nehmen sollte, sich Partner suchen, um eine Wohnung zu bauen, um eine Wohnung zu gestalten, um Architekturstudenten zu bitten, gestaltet mal die Wohnung, in der ihr alle morgen, übermorgen leben wollt und bringt eure Ideen ein. Und über all dem sage ich auch als Bauministerin und Wohnungsbauministerin steht immer die Frage, wie sorgen wir dafür, dass all die Anforderungen für jeden Geldbeutel auch gerecht werden und wir nicht vom Geldbeutel abhängig sind, wie wir morgen leben.